ob einem dafür. Oh nö! Nein, derer sagt das nicht. Na gut. Dann mache ich den halt irgendwann nochmal. Oh, ich kotze jetzt schon. Nee, klingt ein bisschen abgehackt. Dunkel naht, nie gekannt. Bist du die Wiedererlangen, die er einst schenkte? Wegen dem Ding den ganzen Ärger? Sie hat Bismarck besiegt. Wie viele Gottheiten hast du schon niedergestreckt, Lichtkriegerin? Du hast dich längst aus der Schar der Sterblichen erhoben. Hat sie, was wir suchen, o Botin des Himmels? Das ist er, der Schlüssel zur Wunderkammer des Allagischen Reiches. Na klar. Ein Teil der Kraft Heidelins scheint in dich zurückgekehrt zu sein, aber das wird dir leider nicht genügen. Cool, das ist ein Schlüssel. Ja. So viel dazu. Ich danke euch für eure Hilfe, Botin des Himmels. Und auch der Lichtkriegerin gebührt unser aufrichtigster Dank. Sie hat uns den Kampf gegen Bismarck abgenommen. Ich mache gerne die Arbeit für euch. Es ist soweit. Nun wird sich mir der Pfad in den Himmel eröffnen. Also, ich habe so immer das Gefühl, dass wir eigentlich immer nur die Arbeit für andere machen. Und so werden wir jedes Mal auf die Fresse fliegen. Wenn man uns nicht schon längst gekillt hat. Wir hatten schon zu viele Chancen. Ja, ist echt so. Also, die bräuchten manchmal einfach nur so machen. Ja. Aber ich glaube, die wollen uns einfach nicht töten. Die wollen einfach weiterspielen. Ja, das mit dem bösen Lachen, das müssen wir noch mal ein bisschen üben. Das artet in Arbeit aus. Für den alten Mann. Das könnte schon wieder kurz sein. Guckst du aber besser? Ja. Ist echt so. Der hätte die Lache besser drauf. Endlich wird die tausendjährige Verfehlung berichtigt. Mit unseren eigenen Händen werden wir den Lauf der Geschichte lenken. Geil, er ist auch wieder zurück vom Klo.
Und wir sind mal wieder mit einem blauen Auge davon gekommen. Wir können ja nicht nur auf dem Klo sitzen. Aber machst du doch so gerne. Ach du grüne Nonne. Nee, ich will nicht. Nee, da will ich nicht hin. Ich sage nein. Kriegt eine Sid-Puppe. Wie geil. Also, dann. Irgendwann. Gib mir die Sid-Puppe jetzt. Geht da nicht. Warte. Da stimmt was nicht. Was ist mit der Sid-Puppe? Ja, als Begleiter. Die läuft schon hinter mir her. Oder neben mir. Ist er gesagt. Die Galea. Sie haben die Siedlung unter ihre Kontrolle gebracht. Da war's wieder. Hey, ihr Ratten! Kommt raus da, sonst holen wir euch! Dieser Name ist schon wieder Regula von Hydrus. Dachchen. Doch keine Wilden. Aber ihr habt hier alles genau richtig zu suchen. Ja. Was sind denn also wohl die Übeltäter, die unsere Kundschaft auf dem Gewissen haben? Da hatte ich die Ischgarder Ritter zu Unrecht in Verdacht. Mag sein Helm. Ja, der Helm ist cool. Ach nö. Ach nö. Genau wie der Weber sagte. Oh, die Stimme ist geil. Die Kriegerin des Lichts taucht überall zur unpassendsten Zeit auf. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Ich mag dich jetzt schon nicht. Dann ist das diejenige, die Legatus van Belza schlug? Das war Ringe unter Caius. Ja, sie hat den Wolf liquidiert und unsere Invasion abgewendet. Und nun will die Heldin hab irgendwie geahnt, dass ich auf den stoßen werde. Nach Azizla. Wenig überraschend. Die Relikte dort sind der Schlüssel zur allagischen Macht. Das zieht eben auch solche Amateurforscher und Weltretter an, wie sie in eurem Bund versammelt sind. Schließlich konnten die Allager die Götzen der Wilden fesseln. Mich interessiert allerdings mehr, wie man die Welt von diesen Parasiten befreit. Das ist doch auch euer Ziel. Die Stimme kenne ich auch irgendwoher. Ich weiß nur nicht, wo. Woher? Varus wiederum würde uns platt machen. Ach, was? Quatsch, derer. Nein, würde er nicht. Komm, wenn wir alle zusammenarbeiten, dann schaffen wir das gegen ihn. Und danach sind wir die Herrscher über Eorzea, ja, okay? Das schon. Gut. Aber wir benutzen es nicht als Vorwand, um ganz Eorzea zu unterjochen. Wir pflanzen dann überall Blumenwiesen. Mutig, mutig. Mir scheint, du bist dir nicht bewusst, wie ernst deine Lage ist. Darf ich dich vom Felsen runterkicken? Jetzt tief, sehr tief. Betrachte es einmal so.
Im Vergleich mit dem Schicksal des Planeten ist es doch nebensächlich, wer die Vorherrschaft in Eorzea innehat. Unsere Aufgabe ist die Unterwerfung der Primae. Deswegen müssen wir auch die ausmerzen, ja, die sie immer wieder erscheinen lassen. Vor großen Bosskämpfen habe ich immer eine große Klappe. Wenn es dann in die Bosskämpfe reingeht, wie eben bei Bismarck, dann bin ich so klein. Weil ich auch immer die Erste bin, die überhaupt stirbt. Weißt du, alle anderen bleiben am Leben und ich bin als Erste so. Ey, aber ich bin nicht runtergefallen. Das muss man mir zugute halten. Ich bin nicht runtergefallen. Ich bin gestorben, aber ich bin nicht runtergefallen. Zumindest glaube ich nicht, dass ich runtergefallen bin. Ich weiß nicht, was passiert ist, als wir alle gestorben sind. Ich habe zwei geguckt, ich habe es noch nicht ganz begriffen. Wartet, Sie haben nichts mit der Beschwörung zu tun. Was? Was? Geht in Deckung! Ah. Hi. Eure Majestät, wir ziehen uns zurück. Kleines Schiffchen. Wir sehen uns wieder, ihr Helden! Das Schiff sieht jetzt aus. Ey, wer guckt denn sonst auch so in den Himmel? Und vor allem dann auch noch im Rücken. Das ist also das neue Schlachtschiff der Galea. Und der Kaiser, ja, aber persönlich leitet. Wenn das Schiff hinter dir ist, du nach da guckst, mit anderen Dingen beschäftigt bist, wie siehst du dann das Schiff hinter dir? So rein theoretisch. Also wenn das Schiff vor mir ist, ja, dann sehe ich es. Dann würde ich es sehen. Aber wenn das Schiff direkt hinter dir ist, oder direkt über dir... Kai, das geht auf jeden Fall. Kai, sieh doch einfach mal ein, dass du auch mal Unrecht hast. Oder zumindest nur Halbrecht. Wir einigen uns mal auf Halbrecht. Wie gesagt, wenn das Schiff vor dir ist, ja klar, das kannst du nicht übersehen. Und wieder nach da hinten. Albrecht. Ah. Ach ja. Zit! Ah, da. Wir haben Schlüssel gehört und dann die Agrius abfliegen sehen. Wir dachten schon, sie hätten euch erwischt. Was im Alles in der Welt war denn da los? Schicker Gleiter, ja. Den haben wir beim letzten Mal gekriegt. Gut, ne? Verflucht, jetzt auch noch der galäische Kaiser. Als ob wir mit dem Papst und den Aschiens noch nicht genug zu tun hätten. Ein Übel kommt selten allein.
Tut mir leid, es hat länger gedauert als geplant. Die Häuptlinge der Zunglu war außer sich vor Freude, dass wir Bismarck besiegt haben. Dir soll ich seinen besonderen Dank übermitteln. Zum Glück sind die Bewohner des Dorfes verschont geblieben, auch wenn ihnen das Kampfgetümmel einen kräftigen Schrecken eingejagt hat. Und die Galea werden wohl auch kaum noch einmal angreifen, da sie jetzt wissen, dass der Schlüssel zu Azysla nicht in Okzundo zu finden ist. Wir sollten also sofort aufbrechen, um den Papst zu verfolgen. Alles bereit, auf geht's! Juhu, ich krieg meine Sit-Puppe. Ach ja. Hat mir mal einer gefragt, ob ich will? Die Magitär-Kampfmaschine ist an Bord und die Route berechnet. Wir fliegen genau in die Richtung, in die der Lichtstrahl aus dem Schlüssel zeigt. Aldaria, bei dir auch alles startklar? Ja, klar. Nein. Dann alle Mann an Bord und auf nach Azysla. Nee. Wenig. Sie freut sich richtig, Jana. Siehst du nicht die Freude in meinem Gesicht? Dass ich noch einmal auf einer verfluchten Magitech-Maschine sitzen würde. Und das noch unter diesen Umständen. Meine Vergangenheit hat mich wohl eingeholt. Ich bin Lucia Go Junius, eine gebürtige Galliar. Du hast mir damals einen ordentlichen Schrecken eingejagt. Dachte ich, dass deine berüchtigte Schwester geht in Ishgard spazieren. Etwa Tribunus Livia Sas Junius, die Vertraute von Gaius van Belsa? Ja, kennt man an dieser komischen Perle in der Stirn. Ich hab's mir gedacht. Irgendwie habe ich's mir gedacht. Ja. Aber ich war mir unsicher. Livia war meine jüngere Schwester. Nachdem wir die Eltern im Krieg verloren hatten, kamen wir bei verschiedenen Ziehfamilien unter. Tja. Gute Schwester und böse Schwester, hä? Wie im kleinen Kasten verkloppt haben. Ja! Nett! Tja. Ein schwarzes Schaf gibt's in jeder Familie. So viel dazu, ne? Aber irgendwie habe ich mir denken können. Die Offizierslaufbahn, ich bin nicht sicher gewesen. Als Spionin ausgebildet wurde. Aber lag ich ja gar nicht mehr so falsch. Dann war ich ausnahmsweise mal. Mein Einsatzort. Garlemald vermutete, dass die Kurie allagische Relikte versteckt hielt, die für uns von großem Interesse waren. Mir wurde nicht genau gesagt, wonach ich suchen sollte. Jetzt denke ich, es muss der Schlüssel zu Azysla gewesen sein. Und dann wendete sich mein Schicksal. Ich begegnete Großmeister Emmerich. Mein Auftrag war, ihn auszuhorchen. Doch bald sah ich, dass mich mit ihm weit mehr verband als mit allen Galliaren, die ich kannte. Auch er litt unter seiner Herkunft. Denn als illegitimer Sohn des Papstes gab es für ihn keinen offiziellen Platz in Ishgard. Aber anders als meine Schwester und ich verfluchte er sein Schicksal nicht. Er nahm es an und wuchs darüber hinaus. Mein Platz war an seiner Seite. Das spürte ich tief im Inneren. Er verkörperte Werte, für die ich kämpfen konnte.
Und so verriet ich die Galea und vertraute mich ihm an. Eure Loyalität, Großmeister Emmerich gegenüber, habt ihr bereits ausreichend bewiesen. Ist das so? Wenn Livia eure Schwester war, dann... Ist das so, Dera? Oh, mir graut vor dem, was noch kommt. Ich sagte es bereits, als wir uns in Camp Drachenkopf begegneten. Wer der Vergangenheit nachhängt, verliert den Blick auf die Zukunft. Livia hat für ihre Überzeugung gekämpft. Bitte, 90 Minuten. Für jene, die sie liebte. Dasselbe gilt für mich. Für euch ebenfalls. Okay. Was vorgefallen ist, lässt sich nicht mehr ändern. Oh, ich hab Schiss. Ich bin immer noch der Meinung, ich hätte mir meine Haare ändern sollen. Den galeischen Zuwachs. Wir Überläufer müssen doch zusammenhalten. Und es ist immer schön zu sehen, wie vielfältig Magitek-Maschinen doch einsetzbar sind. Chef, gleich sollten wir was sehen. Jawohl, Chef. Dorthin hat das Licht gezeigt. Hinter der Wolkenwand wartet garantiert ein Mega-Panorama. Mhm. Na, dann haltet euch mal fest. Ich will nicht. Darf ich auch was dazu sagen? Wie war das nochmal mit dem Megapanorama? Da ist es. Da ist Azizla. Ich will nicht. Panik, 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 Tiet, Tiet, Tiet. Chef! Mhm. Ja, das sind allergische Bauten. Wir haben es geschafft. Was war das? Verflucht! Eine magische Barriere! Das Schiff nicht lang durch. Chef, wir haben ein Problem. Sid, so schaffen wir es nicht. Wir müssen nach Ishgard zurück. Das darf doch nicht wahr sein. Diese Alager machen einem das Leben verdammt schwer. Kaya, das sagst du jedes Mal. Oder fast jedes Mal. Toll, jetzt sitzen wir hier wieder hier. Das will ich jetzt mal wieder sagen. Ja, aber das wird doch langweilig. Also wenn man es immer wieder wiederholt, meine ich. Boah, immer noch bei den 57ern. Ach Gottchen. Ja, schön wieder zurück zu sein. War eine schöne Reise. Ich mache jetzt Urlaub, ne? Nein, da ist einer Blatt. Oh Mann. Ah, ah, komm zurück. Okay. Wenn nicht. Ich rede ja. So, er wird bestimmt begeistert sein. Ja, nein, vielleicht. Kurz gesagt, verdankt Azizla seine luftige Position der Schlauheit der alten Alager.
Und wir können sicher sein, dass der Papst und seine Konsorten gerade die Aussicht genießen. Ich verstehe. Das Problem ist, dass die Insel von einer hochdichten Äthermauer geschützt ist. Ein falsches Manöver und wir werden pulverisiert. Wie die Barriere funktioniert, ist mir noch nicht ganz klar, aber ich schätze, der Umgebungsäther wird irgendwie in blitzelementare Energie umgewandelt und zu einer Wand geformt. Ohne den Schlüssel können wir sie also nicht durchdringen. Ich würde mich gar nicht so auf diesen wundersamen Schlüssel versteifen. Was weg ist, ist weg. Wie stehen unsere Chancen, mit Gewalt durchzubrechen? Schlecht. Theoretisch könnten wir es wieder mit dem guten alten Elementarumwandler versuchen. Die blitzelementare Energie umwandeln und gegen die Mauer richten. Aber so viele denaturierte Kristalle passen niemals auf die Enterprise. Ja, diesmal ist das Kraftfeld weitaus größer als Garudas Sturmwand. Und Leviathan haben wir nur standgehalten, weil wir 2 Schiffsladungen voll mit Kristallen hatten. Ja, dann brauchen wir halt 3 Kristalle. Ich sage nicht, dass wir das Handtuch werfen sollen. Wir müssen die Barriere ja nicht neutralisieren, nur durchstoßen. Ist das nicht genauso schwierig? Nein, das würde ich nicht sagen. Wir brauchen nur einen geeigneten Bohrer. Einen hochkonzentrierten Ätherstrahl, der als Rambock fungiert. Da müssten wir allerdings ein paar Ätherfachleute unter die Arme greifen. Ätherfachleute. Ja, wenn die Exegeten alle bei uns wären. War Fräulein Tataru gestern Abend nicht ganz aufgeregt, weil sie einen Hinweis auf den Verbleib einer eurer vermissten Gefährten erhalten hatte? Ist das so? Was? Ha, man soll eben nicht zu früh aufgeben. Seht ihr mal zu, dass ihr eure verschollene Kameradin wiederfindet. Und ich baue inzwischen die Enterprise um. Ich muss den Rumpf verstärken und dann natürlich die Ätherramme anbringen. Ah, warte nur, mein Schätzchen, bald funkelst du wie frisch vom Stapel gelassen. Oh Gott. Die Liebe zu seinem Luftschiff. Juhu. Jungs und ihre Spielzeuge. Mhm. So in etwa. Hallo, Tataru. Ach ja. So, wo müssen wir jetzt hin? Bitte sag nicht wieder von A nach C nach D reisen. Okay, hier hin. Ich dürfte mal wieder was anderes sehen. Ja. Ach da. So blind, dass ich den kleinen Zwerg da nicht sehe. Vielen Dank für deine Hilfe, Pipin. Oh, ganz im Gegenteil. Ich werde euch eure Hilfe nie vergessen, Alfino. Ihr habt meinen Vater und die Sultana gerettet. Nach euren Freunden zu suchen, ist das Mindeste, was ich für euch tun kann. Ja, und habt ihr sie denn nun gefunden? Nun sprecht doch schon. Nun, lass mich doch zunächst erklären, dass ein großer Abschnitt der Tunnel völlig in sich zusammengestürzt war. Mit Unterstützung der
Magina Bergbau AG konnten wir den Schutz so weit beiseite räumen, dass wir zahlreiche Leichen entdeckten, alle mit blauer Uniform bekleidet. Die Kristallstädter, die ihnen auf den Fersen waren? Eure Freunde waren nicht unter den Toten, aber einen Hinweis haben wir gefunden. Das ist Istolas Zweig. Wie ich es mir dachte. Würdet ihr mir den Zweig für einen Augenblick überlassen? Die Ätherspuren sind eindeutig. Mit diesem Zweig wurde ein besonderer Zauber gewirkt. Nö, kriegst du nicht. Und das wäre ein Zauber? Teleport? Verbotene Magie, die man in Schadayan einst heimlich überlieferte. Ein hochwirksamer Teleportspruch zählt dazu. Die Urtipus des alltäglichen Teleports, der sich, wie euch bekannt ist, zuvor gebündelte Ätherbahnen bedient. Der antike Teleport jedoch zerstäubt den Körper augenblicklich und presst den Äther gewaltsam in des Erdreichs feine Bahnen. Der Zauber wirkt sofort auf während eines Kampfes. Dann ist Istola am Leben. Sie hat sich mit einem Teleportzauber in Sicherheit gebracht. Die Dinge liegen etwas komplizierter. Nicht ohne Grund sind diese alten Zauber verboten worden. Wenn keine Bahn bereitet wird, stürzt sich der Zauber ganz ziellos in den Äther. Wohin er strömt und ob er jemals einen Ausgang findet, liegt ganz und gar in Zufallshand. Aber ist Istola etwa in der Ätherwelt gefangen? Lass uns zunächst versuchen, die Richtung ihrer Reise zu ermitteln. Vielleicht lässt sich erkennen, wohin die Ätherströme sich vom Einstiegspunkt aus trugen. Gut, lass uns den sildischen Ruinen gehen. Hab unseren aufrichtigen Dank für diese Information. Ich kann schon nicht mehr lesen. Ich hoffe sehr, dass ihr eure Freundin findet. Viel Glück. Du bist ja schon über 9 Stunden dabei. Ja, das stimmt. Ich denke mal, ich mache auch nur noch so eine halbe Stunde. Wahrscheinlich. Mal gucken. Es wird ja jetzt so spannend. Wird es das? Das Spannendste werden wir wahrscheinlich erst am Freitag dann erleben. Befürchte ich. Das ist mir beim Bismarck, der hat sich doch so viel Spaß gemacht. Kann dir helfen, ja. Ich könnte dir helfen, ja. In der Tat. Ich hatte sehr viel Spaß. Vor allem, weil ich habe diesen Kampf auch wieder so gut verstanden. Ich sag was anderes. Ach was? Klar, helfe ich durfte. Ich doch gerne. Also helfe ich wirklich. Nur Bismarck ist nicht unbedingt mein Liebling. Na gut, immerhin noch besser als Midgar Stormer. Midgar Stormer war ein süßes Drachilein. Kommt drauf an, bei was. Bei Midgar Stormer würde ich immer wieder Nein sagen. Sofern ich ihn nicht zum Farmen brauche. Ansonsten habe ich ein ganz großes Problem.
Okay. Gasoma macht doch Spaß. Nein, macht's nicht. Nein, wirklich nicht. Wir haben Patten schleppen. Da freue ich mich richtig drauf. Und Samstag kriegen wir Besuch. Da wird dann Weinchen gesippelt, Bierchen getrunken. Ja, da freue ich mich drauf. Samstag wird schön. Alles deutet darauf hin, dass sie nach Nordost getragen wurden. Der Ätherstrom führt in den Filzerwald, wo die Gebiete über ihren Wald der Einkehr herrschen. Auch immer am Vortag. Schade, dass ich morgen keine Betonplatte schleppen darf. Ja, ist echt so, ne? In den Filzerwald? Bist du ganz sicher? Die Strömung führt dorthin. Das heißt jedoch noch nicht, dass unsere Gefährtin auch wirklich so weit fortgetragen wurde. Es handelt sich um weiter nichts als eine Möglichkeit von vielen. Wir haben aber keine Nachricht, dass sie im Finsterwald gefunden wurden. Das bedeutet wohl, dass sie immer noch in den Ätherbahnen umherirrt. Wer allzu lange in der Ätherwelt verweilt, verliert die Form der Seele. Das Selbst beginnt sich aufzulösen und fließt dann in jenes ewige Pulsieren, das unsere Welt durchdringt und unbelebten Stoff des Lebens Gnade schenkt. Das wird hört auf zu reimen. Bitte. Wir werden nicht zulassen, dass sich Istola auflöst. OMG. Aber hier übernehmen wir die Sache. Wir reisen in den Filzerwald und bitten Kanisena um Hilfe. Such du bitte weiter nach den anderen Vermissten. Heißt, dass ich dafür kurz meine Frisur ändern. Also ich dürfte auch vorher meine Frisur ändern, aber wenn ich sowieso in Finsterwald muss, kann ich das nämlich einfach mal... Ja. Ich habe nämlich genug von dem Schwarz-Weiß. Schon wieder eine andere Frisur. Ja! Ich habe die jetzt schon eine Woche. Länger als sonst. Meistens ändere ich die, bevor ich... Was denn? Man hätte mir halt nicht erklären dürfen, wie das funktioniert. Ja. So, ich bin da mal kurz. Ich bin da mal ganz kurz wo. Du bist ja schlimmer als ich. Sehr große Fehler gemacht. Ich sehe es gerade sehr deutlich. Ja. Hybrid, ich habe dich aber gewarnt, dass das kommen könnte, oder? Ich habe deutlich gesagt. Oh Scheiße, jetzt werde ich ja jedes Mal meine Haare ändern. Ja, habe ich. Habe ich. Da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. So, ich brauche ein bisschen Licht. Danke. Was haben wir denn hier? Nee, auf Mädchen habe ich keine Lust. Und dann machen wir es. Dera, das macht sich besser. Auf dieses ist alles in bester Ordnung. Oh, schön.
Das kann ich ja nicht, weil ich wusste ja nicht, dass das geht, als ich das Spiel angefangen habe. Ich dachte, man hat seine Frisur dann für immer. Deswegen hat meine Charakterentwicklung, also meine Charaktererstellung, fast 1,5 Stunden gedauert im Stream.